Hey, hey, Battle Brothers Northern Raiders Kampagne mit den Raven Brothers. Was ist in der letzten Episode passiert? Wir haben unser Banner bekommen, Dietmar ist die Lunge kollabiert und wir haben Manfred angeheuert, der knackige 3 Punkte Melee-Skill und 2 Punkte Fatigue hat und 3 Punkte Initiative. Puff. Könnte ein Nimble-Duellant oder sowas in der Richtung werden. Naja. Ich war immer noch am Schauen mit Ogrim. Ich habe gesehen, hier in Gelbburg gibt es beim Waffenschmied einen Two-Handed Wooden Flail. Und Ogrim sollte ja eigentlich unser Flail-Master werden. Ich denke, wir werden das investieren. Wir haben ja Ulfa ist Schwertmeister geworden, Raskulf Streitkolbenmeister. Der hat da schon gute Arbeit geleistet mit seinem Betäubungsschlag. Ja, ich denke, wir machen den Flailmaster für Orgrim und kaufen den Zweihand-Streitkolben, Flail. Ihr wisst schon, was ich meine, Kriegsflegel. Gut, legen wir los. Flailmastery. Wir kaufen den Two-Handed Wooden Flail. Der Preis ist eklig, aber ich weiß nicht, wo wir sonst einen hübschen herkriegen sollen. 600 Gold ist dann wieder ein bisschen dünn. Wir gucken also mal, ob wir nicht eine Karawane auftreiben können, die ein bisschen Felle oder sowas für uns hat. Wir haben jetzt unser Banner gekauft. Als nächstes kommt dann, dass wir dann einen Sergeant oder was haben wollen, der dann Rally the Troops bekommt. Bertram hat den Spaß ja schon. Das ist dann also geschenkt. So, wir könnten uns noch einen Söldner leisten. Wir haben noch einen Arming Sword und einen Boar Spear rumliegen. Wir haben keine gute Brustrüstung mehr für einen weiteren Söldner. Aber das wird sich schon lösen lassen. Also wir fahren noch mal kurz nach Norden. Schauen mal, was es hier so gibt. Ja, unser Retinue kann jetzt größer werden. Wir können immer noch niemand ernsthaft guten rekrutieren. Ich weiß, in der Kampagne vorher haben wir lang gebraucht, bis wir überhaupt wen sitzen hatten. Wird diesmal nicht großartig anders sein, schätze ich. Uns fehlt ja immer noch Geld. Kommen wir keinen Meter voran mit unserem geplanten Reichtum. Ich hatte gesagt, wir fahren hier mal ein bisschen auf die Seite und schauen, ob wir irgendwas finden. Da sind Orks drin, oder? Some Ork Young. Junge Orks sind eigentlich okay. Oh, die Rüstung ist halb kaputt. Das hatte ich nicht gesehen. Na gut, dann müssen wir hoffen, dass wir überleben. So, die chargen nicht. Also die springen einmal ran. Dann lassen wir gleich die Hunde los. Die brechen ja recht schnell, die jungen Orks. Oder wir rücken vor, dann können wir den Kessel hier benutzen. Wir schauen mal, wie sich der Rest aufstellt. Oh, der hat eine Rüstung. Ich denke, wir sollten vorrücken und den Kessel da benutzen. Sehr stark. Ein Schild hoch. Manfred ist nicht unbedingt in der Position, um das da unten halten zu können. Ich schätze, wir werden Sigurd mit dazu packen müssen. Je nachdem, wie die sich jetzt aufteilen. Das habe ich leider nicht kommen sehen. Nicht ganz aufgepasst. Er muss da sofort weg. Sonst haben wir hier nämlich ein klitzekleines Bertram-Problem. Gut abgewehrt. Er soll kurz warten. Er wartet auch, bis er da dran war. Dann gucken wir, dass wir gleich noch die Hunde loslassen. Ja, jetzt können wir den hier nicht ordentlich einsetzen, damit ich aber selbst dran schuld. Packen wir ihn hier hoch. Wir müssen den dazwischen packen, damit wir hier Verteidigung haben, damit die beiden Lanzenträger jetzt nicht gleich dran sind. So, was war das? Das war Rundumschlag, gell? Das heißt, wir müssen Ideen hier benutzen. Schöner Treffer. Sehr guter Treffer. Rücken wir direkt weiter vor, damit er hier gar nicht auf die Idee kommt.
seinen Charge zu benutzen. Und der ist auch schon mal gebrochen. Der ist betäubt noch von dem Ansturm. Gut, dann können wir uns jetzt nach hier unten orientieren. Manfred, wäre cool, wenn du die Sache da überleben würdest. Ich glaube nämlich, dass du ein Söldner werden könntest. Ich hatte mir unter 87% ein bisschen mehr vorgestellt. Muss ein bisschen aufpassen, der haut jetzt feste. Ja. Na gut, dann haben wir jetzt aber ein Double Grip Spear. Also mal ein bisschen mehr Schaden. Bleiben wir auf dem, weil der gerade gefährlich ist für uns. Sehr stark, alles Treffer. Der ist gebrochen. Ich denke, wir kriegen das hier hin. Sieht bis jetzt noch ganz gut aus, aber kann sich schnell drehen. Ihr kennt Battle Brothers ja mittlerweile. Passt ein Sekündchen nicht auf und schon ist jemand tot. So wie Sigurd zum Beispiel, der kann jetzt da gerade nicht mehr mitkämpfen. Na komm, hiss deine Flagge mal ein bisschen höher, du bist komplett umzingelt. Dann betäuben wir dich halt wieder, hat sonst noch nichts gemacht die Runde, außer den ganzen Kampf zu verschlafen. Guter Kampf. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Und bei Bernstein könnte hier oben ein bisschen was wert sein in der Burg. Jetzt habe ich gar nicht nach Level-Ups geguckt. Manfred hat ein Level-Up gehabt. So, Colossus Pathfinder. Wir machen hier zuerst wieder giftet. Wir machen zuerst das Level-Up und dann giftet, damit ich nicht durcheinander komme. So, die 4 auf jeden Fall. Die 4 auch auf jeden Fall. Wir brauchen auch diese 4. So, die 3 da wäre nicht schlecht. Das Problem ist, ohne Sterne in Melee Defense kommt der schlecht von dem Schutzschild los. Auch wenn die 3 hier in Melee Skill jedes Mal sehr beeindruckend ist. Wir brauchen die 4 und ich denke, wir nehmen die 3 in Melee Skill trotzdem mit. Gut, haben alle ordentlich gekämpft. Wir könnten theoretisch noch weitermachen, denke ich. Haben wir noch an Rüstung rumfliegen? Die war vorher schon auf 50. Wie viel brauchen wir denn, damit alles repariert wird? Haben wir genug da? Ja, quasi. Wir schauen mal. Wenn wir Karawane oder so finden, nehmen wir die mit. Steigen hier vielleicht nochmal auf den Berg drauf, auf dem Rückweg, um ein bisschen was zu sehen. Hier im Wald müssen wir mal kurz aufpassen wegen Banditen und Tieren. Die kommen da aus dem Unterholz geschossen. Und hier oben müssen wir jetzt fast schon auf Patrouillen aufpassen auch oder Söldner, die angeheuert sind, um uns zu vernichten. Mag alles passieren. Wir fahren bis zum Pass hier oben und dann drehen wir um. Hallo. Some Karen Hands, a card. Da wird nicht viel drin sein. Ach stimmt, der Bubi hat ja sein Schild verloren. Das war sogar einer von den Hübschen mit dem Kreuz drauf. Kann man nichts machen. Ja, gar nicht chill. Wieso kam der so angeflogen, der Kerl? Dietmar hat nur noch eine durchstochene Arterie. Da kann man schon mit rumlaufen und kämpfen. Schwing halt nicht so wild, damit es nicht wieder aufgeht. Wir wollen nicht, dass du einfach so tot umfällst, ganz bleich. Guter Kampf gegen die Orks, hat mir gefallen. Für Tag 20, okay. Ich weiß, Ork Young sind nicht besonders stark. Also stark schon, aber die haben sehr wenig Willenskraft und sind sehr unstabil. Ork-Krieger sind ja eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, die haben ja letzte Kampagne gar nicht gesehen. Die sind ja, als würde man gegen einen scheiß Panzer kämpfen. Er hat ja Rüstung an sich geklebt, so ein Ork-Krieger. Da wird der dickste Battleforge-Brother blass bei. Wo will er denn hin? Dude, dein Job ist es, den Esel hier zu beschützen. Ich hatte ihm gerade kurz Angst um Dietmar und Bertram, weil ich die Sache nicht ganz geblickt hatte, aber ist ja zum Glück nichts passiert.
Gut, nächste Runde seid ihr dran. Ob der da oben das will oder nicht. Gut, wir schicken Orgrim vor, der soll erstmal einen Kopf einschlagen und dann wissen die auch, dass wir es ernst meinen. Okay, der hat dem Mann jetzt das Sprunggelenk gestaucht. Nicht unbedingt der Move, den ich erwartet hatte. Eselstechen. Ich habe die Hoffnung, dass wir einen von denen darunter bewegen können. Den hier vielleicht mit diesem schwachsinnigen Ritterschnitt vor das Guckfenster reingeschnitten. Jupp, da ist er. Kann sich mal mit Manni unterhalten. Wie knapp war es denn? Uff. Uff, 9% Chance, dass wir nicht treffen. Das war ja fast ein bisschen peinlich. Geht doch. Irgendwas Schickes drin? Essen. Was ist das hier für eine Stadt, die anscheinend nur Essen produziert und immer diese Karawane hier runterschickt, um mich zu triggern? Aber wir haben doch Javelins dabei. Ich hab's doch gerade gesehen. Ich hatte doch eigentlich gesagt, dass ich hier in der ersten Reihe jemanden habe, der die benutzen kann. Hier, Ulfa, wenn der sein Zweihandschwert bekommt. Was bringt denn so ein Javelin an Bonus? Plus 30% Chance to hit, minus 10 per Teil of Distance. Die haben eine Distanz von was? 4? Okay. Ich denke dran. Vielleicht. Irgendwann mal. Ah, die werden wir wahrscheinlich verkaufen, die erste Packung Javelins. Da haben wir die grünen Schilder. So. Nachdem wir jetzt doch noch eine Karawane gesehen haben, fahren wir vielleicht noch eins höher. Untote. Ein Nekromancer, Wiedergänger, Armored-Wiedergänger. 8 Stück. Wäre fast was, woran ich interessiert bin. Ja, wir brauchen einen Sergeant. Sehr interessant. Ihr habt Untote abgezogen, ja? Ihr seid echte Helden. Zwei Slinger. Gut, die haben die Untoten abgezogen, weil die drei Bogenschützen mit dabei haben. Ich kann es nachvollziehen. Müssen die auf voller Front angehen und die mit Gewalt niederschlagen. Sonst fangen die an, Blödsinn zu machen. Die sind bereit, den Kampf anzunehmen. Tapfere kleine Jungs dafür, dass sie hier Kartoffelsäcke mit 4 Löchern drin anhaben als Rüstung. Habe ich jetzt auch langsam ein bisschen Angst vor deren Auftreten. Vielleicht sind das doch echte Gegner. So, wir sind hier recht kompakt aufgestellt. Wir nehmen die Schilde hoch an den Außenseiten. Und nächste Runde knallt's dann. Die wollen ihre Archer beschützen. Ich würde mich dann eher nach oben orientieren, wobei Orgrim hier angreifen muss, sonst hat er keine Wahl. Die ziehen sich schon mal alle zurück. Sehr interessant. Gut, los geht's. Lass mal den Kopf einschlagen. Bam! Gehirngrütze. Könnten direkt aggressiv da reinspringen. Raskulf sollte das aushalten. Wir haben dann direkt einen Poacher gebunden und der Rest müsste sich da drumherum orientieren. Oh. Erst den Arm aufgeschlitzt und dann in die Gedärme gestochen. Um sich dann von einem Priester niederstechen zu lassen, der ein weißes Banner mit einem schwarzen Raben drauf dabei hat. Ach richtig, Manni ist noch nicht so weit. Ich denke, als Manni wäre ein knallharter Söldner. Der guckt so grimmig und hat diesen Bart da rausstehen. Heute ist er noch ganz frisch. Hier steht gerade schlecht. Ich habe keine Lust, ihn so weit vorzuziehen. Der hat ja gerade kein Healed. Keine Gesundheit. Health. So, Flail gegen Flail. War wohl nicht unbedingt meine beste Idee. Wow, netter Schuss von da unten.
mal, dass Orgrim die Sache überlebt. Vielleicht war ich da etwas übermütig. Da stechen wir uns mal hier durch. Er muss hier auf jeden Fall mit dabei, damit wir die Sache hier überleben. Der soll eigentlich niemandem allzu viel tun können. Und der hat keine allzu dicke Rüstung an, aber... wir sind da ja mal nicht so. Der hat ein Schild und einen Helm. Viel mehr hatte man zu der Zeit nicht. Ein Schild und einen Helm, das muss reichen. Können wir den einholen? Aktuell noch nicht, aber wir können hier kurz helfen, damit wir hier oben ihn frei machen können. Mit den dann noch betäuben? Nein, anscheinend nicht, aber hier können wir jetzt Platz machen. Wie machen wir das denn? Das kostet mich 4 Punkte. Das heißt, er hat die 4, um den zu schubsen. Ist der zumindest schon mal für eine Sekunde gebunden? Kann sein, dass er da keine Lust drauf hat. So, der kann nicht so weit laufen und angreifen. Na gut, er zieht ein Messer und nimmt den Kampf an. Das ist doch schon mal was. Der Rest kommt dann hier runter. Wir schlagen die restlichen Buben hier tot. Und dann sind wir hier doch auch schon fein raus. Wag dich zu fragen, ob wir die Gegner ziehen lassen wollen. Ja, die haben gerade eben den Kampf ihres Lebens geschlagen. Gegen Untote gewonnen. Und einen Necromancer, das ist schon was, ja. Und dann haben wir es einfach nass gemacht. Wäre cool, wenn die jetzt einen Necromancer-Hut oder so dabei gehabt hätten. Wäre sehr lustig. So, unser Loot ist voll. Wir müssen eh nach Hause. Orgrim. Ich muss kurz überlegen, hier unten in der Reihe gibt es, glaube ich, nichts, was für den relevant ist. Muss mal auf meinen Zettel schauen, aber ich glaube, sowas wie Brawny werden wir hier reinhauen. Oder Rotation. Rotation ist natürlich sehr gut für Zweihandwaffen. Ja, wir müssen den Knopf drücken, wir müssen den Knopf drücken und hier eine Entscheidung treffen. Wir entscheiden uns für Ausdauer. Du bist ein armer Kerl, Dietmar. Ich weiß nicht genau, was wir mit dir noch anstellen. Du bist nicht zu weit hinten, um noch ein Hybrid zu werden. Deine Fähigkeiten sonst? Hm. 50 oder 60 reicht, um ein einigermaßen guter Armbrustschütze zu werden, der uns nicht einfach nur Munition verschwendet. Wir geben dir ein bisschen mehr Gesundheit, weil die ja fehlt. Wir geben dir ein bisschen Ausdauer. Und dann kriegst du bei nächster Gelegenheit eine Armbrust in die Hand gedrückt zu deiner Hillebarde. Und dann bist du unser erster Backliner-Hybrid. Das bedeutet aber auch, dass du Quick Hands brauchst. Damit du von der Armbrust auf die Hillebarde wechseln kannst. Das funktioniert aber erst, wenn du Polearm-Skill hast. Damit das einen Punkt weniger kostet. Dann nehmen wir jetzt Polearm-Mastery. Und Dietmar ist dann unser erster offizieller Backliner/Hybrid. Na dann. Schauen wir, dass wir einigermaßen unbeschadet nach Gelburg zurückkommen. Wir brauchen Rap-Sachen. Wir brauchen definitiv nichts zu essen, aber wir müssen einen Haufen cooles Zeug verkaufen. 5 Direwolves. Wir bräuchten Kills gegen Tiere. Wir bräuchten Kills gegen Tiere. 5 Direwolves sind aber gar nicht so wenig, wie man vielleicht meint. Vor allem, weil wir nur 5 Leute in der ersten Reihe stehen haben. Ja, ja, Bertram ist jetzt unser Sergeant. Schön. So, der kann dann auch direkt sein blaues Schülerlotsenabzeichen anziehen. Das gibt nochmal plus 10 Resolve. Das haben wir bei den Oath-Takern nicht bekommen, weil die Paladine ja keine Ambitions haben. Okay, hier sind auch noch mehr Füße. Ist hier eine Karawane nach unten unterwegs, die mir durch die Lappen gegangen ist? Oder sind das nur ein paar Bauern? Irgendwer ist hier unterwegs von oben, den ich vorher nicht gesehen habe. Gleich müssten wir ihn sehen. Oh.
Was los? Das sind Peasants, okay, das ist mir egal. Ihr hier, kauft ihr Bernstein? Hält sich in Grenzen. Ich muss aber Zeug hier lassen. Wir brauchen das. Wir brauchen die Rep-Materialien. Mehr als das eine sogar. Ja, zwielichtiges Fleisch von Eseln. Das hier ist doch alles Abfall. Den brauchen wir nicht länger mit uns so rumzuschleppen. Helme 70, 50, 105. Der da kann weg. Dann verkaufen die beiden. Die kleinen Mützen hier können alle weg. Wir können eigentlich die drei Speere hier verkaufen. Wir haben den großen. Die brauchen wir nicht. Spitzhacken brauchen wir auf keinen Fall. Das kann alles weg. Den würde ich gerne aufheben. Das ist keine schlechte Waffe. Und wir bräuchten jemanden, der mit einem Cleaver kämpft. Wir könnten aber auch den Headchopper behalten. Das ist aber ein... Das ist ein Cleaver für große Leute. Der ist für Erwachsene. So, die Dinger können alle weg. Bogenschützen wollen wir diesmal nicht. Wir nehmen nur Armbrüste. Dann verkaufen wir ein paar von den hässlichen Schutzschilden. Du bist noch ein hässlicher Schild. So, 1400 Gold. Ist doch nicht schlecht. Habt ihr jemand hier, der mich interessiert? Habt ihr neue Waffen gekriegt, als ich nicht da war? Sieht alles teuer aus. Die sieht günstig aus. 417. Gut, aber wir haben gerade keinen Söldner. Wir bräuchten einen neuen Frontliner. Wir fahren hier mal kurz runter Richtung Weitblick und Goldhof. Schauen wir, ob wir eine Quest oder zwei machen können. Wir müssen ja noch ein paar Rep-Materialien auftreiben. Die haben einen Fletcher, das heißt, und einen Armorer. Das heißt, die müssen sich im Zweifelsfall hin und wieder mal ein Bogenschütze oder zwei einfinden. Konrad, sagst du. Einfach nur Konrad. Der Typ, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Was ist mit dem? Wieso kommt er hier in seiner fucking Zaubererrobe raus? Gegen wen verteidigen wir? 450, ich muss kurz drüber nachdenken. Kommt er in seiner scheiß Zaubererrobe raus? Und tut so, als wäre das in Ordnung, ja? Was ist denn los bei dem Kerl? Wir können den Typ anheuern, den ich hier habe, den komischen, und dem einfach noch eine Hooked Blade in die Hand drücken und mit drei Backlinern spielen. Das ist ein relativ günstiges Kettenhemd. Was geradet? Wahrscheinlich von Menschen, hoffe ich doch, oder? Oh, okay. Schon wieder eine neue. Was haben wir denn? Aufträge in der Wüste. Alle Städte besuchen können wir leider nicht machen aktuell. In der Arena kämpfen oder Trading. Was war es? War Tag 20 oder sowas? Ja, Tag 20. Wir nehmen das mal rein, aber ich weiß nicht, ob wir das machen. Das könnte hässlich werden insgesamt. Okay, Konrad. Du kommst mit uns. War keine gute Idee, Konrad mit uns zu nehmen. Konrad, hier, du bekommst ein Schwert und eine Rüstung. Und wie wär's denn, wenn du den Raiding-Auftrag, den wir jetzt annehmen, nicht überlebst, hm? Was, wir müssen jetzt hier rumlungern und warten. Habt ihr Reparatursachen hier? Sogar sehr günstige. Da wieder Copper Ingots. Die könnten wir dann gleich, wenn wir den Auftrag gemacht haben, direkt mitnehmen. Und irgendwo in der Wolfenfeste oder so verkaufen. So, wir müssten gleich eigentlich eine Benachrichtigung bekommen, dass es hier losgeht. Die Raider kommen normal nicht einfach so vorbei. Brigands are inside. Prepare for battle. Wo sind sie denn? Es ist dunkel, ich kann nichts sehen. Okay, wir haben hier keine schlechte Position. Wir können hier den High Ground halten, auch wenn es hier gerade ein bisschen schummrig ist. Was haben wir denn an Waffen? Hier kommt ein Raider in einem Kettenhemd ohne Helm. Ja, wir schauen mal, wo wir sie annehmen. Erstmal gucken, was so kommt.
Konrad, du kriegst sicher irgendeine wichtige, wichtige Spezialmission, bei der du bestimmt nicht sterben wirst. So, da ist noch jemand mit einer Spitzhacke. Wir werden hier die Leute erstmal so stehen lassen, schauen, ob die Jungs herkommen, um uns anzunehmen. Packen hier in die zweite Reihe ganz normal unsere Lanzen. Was ist denn der Rest von dem Gesindel hier? Die haben keine Lust, ne? Sicher irgendwen dabei, der theoretisch ein Päckchen Wurfspeere oder sowas in der Tasche hat. Deshalb kommen die jetzt nicht her, weil die denken, dass sie die Feuerbelegenheit haben. Okay, wilde Umverteilung. Bedeutet, wir bräuchten so jemanden wie Konrad, der nach vorne geht und guckt, was Sache ist. Wäre schrecklich, wenn Konrad irgendwas dabei passieren würde. Wer hat denn hier den Speer ausgepackt? Aha, ich wusste da, dass sie wen haben, der eine Wurfwaffe dabei hat. Ja, das müssen wir kurz aussetzen. Das ist dann das Problem, wenn man keine Armbrüste dabei hat am Anfang oder sonst irgendwas, was schießen kann. Ach, sind nur 3 oder 4, dann hört er ja wieder auf damit. Frage ist, gehen wir die hier an? Die stehen eigentlich nicht schlecht für uns. Aber wir haben hier gerade wirklich die bessere Position. Ich denke, wir warten, bis der Typ da keine Wurfspeere mehr hat. Kann ja so lange nicht mehr dauern. Das sind ja maximal 5 Stück. Der hat eben gerade eingeworfen, jetzt nochmal. Das heißt, er wirft nächste Runde nochmal und dann ist fertig für die Wurfspeere. Frage ist nur, wo der Typ hin will, der uns da unten rum umlaufen will. Ob die nicht noch wen haben, der Wurfwaffen dabei hat. Das wäre natürlich besonders langweilig. So, Wurfwaffen sind aus. Jetzt kommen sie, oder? Ja, los geht's. Oh, der kommt mit erhobenem Speer hier reingeflogen. Na dann, müssen wir halt doch runter von unserem High Ground. Ja, ich mag Konrad nicht besonders, weil er keine Stats hat, um guter Söldner zu sein. Aber hier vorne wird jetzt gekämpft. Das heißt, wir kommen mitkämpfen. Irgendwer muss ja. Nur ein bisschen aufpassen, dass die uns hier nicht umlaufen, ganz hässlich. Und ich meine nicht umlaufen, sondern uns umlaufen und sich dann auf den High Ground setzen, ohne dass wir das wollen. Hey, mein Kerl, war blöd von dir, keinen Helm anzuziehen, was? Passiert, passiert, kann jedem mal passieren. Manchmal ist man einfach unterwegs und vergisst seinen Helm, wenn man gerade raiden gehen will. Vielleicht war auch raiden, um sich einen neuen Helm leisten zu können, das weiß man ja nie. Vielleicht war das eigentlich ein ganz netter Kerl, der einfach nur keinen Helm zu Hause hatte. Kannst den Schild hochhalten, es bringt dir halt nichts gegen den Flail. Ja, die würde ich erstmal alle so stehen lassen, wie sie stehen. So, ihr würdet also gerne die ganze Sache hier bei Konrad anfangen. Das ist okay für uns. Weil wir mögen ihn eh nicht besonders. Oh nein, Konrad! Das ist ja aber... Hui, Konrad lebt noch, scheiße. Warum lebt denn der noch? Können wir hier hinspringen und betäuben. Gut. Du hier mit dem Cleaver. Ich weiß, du hattest dir das anders vorgestellt, aber ist jetzt halt wie es ist. Trifft er den mit so einem Metzgerbeil? Wo sind wir denn hier? Das ist kein Horrorfilm. Also, manchmal schon, aber gerade nicht. Ja, immer diese 2-Schritt-Angelegenheiten für die Jungs mit den 2-Handwaffen. Da kann ich ja nicht viel gegen machen. Oh. Da kamen aber auch wilde Haare drunter raus. Der hat sich nur vorne so einen Sonnenschutz stehen lassen. Den Rest hat er wegrationalisiert. Oh, Grimm.
Danke. Oh, Konrad, haben sie die Nase abgeschlagen? Nein, Konrad. Zwei schicke neue Rüstung, die wir gut unterbringen können. Bla 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 bla. Jupp, wir gehen zurück. Wir haben alles gut gemacht. So, Orgrim, haben wir was Gutes für dich hier gefunden? 90, nein. 95 auch nicht. Wir reparieren den da auch. So, 25 bis 55, aber der schlägt zweimal so gut. Der macht 5 Punkte weniger Schaden als das Ding. Wir können wieder ein Schild mit dazu packen. Schade, dass wir die 600 für den Wooden Flail ausgegeben haben, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass wir bald einen kriegen. So, wer hier vorne braucht eine schicke neue Rüstung? Ja, 95er für dich, mein Kerl. Ja, du bist Konrad. Wir hätten dann tatsächlich einen 90er, wir hätten genug Zeug, um einen neuen Söldner anheuern zu können. Goldhoft, wir haben für 450 eure Stadt verteidigt. Ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Ich sehe den Mann doch hier oben, oder? So, du bist, wo sind wir? Goldhoft, Goldhoft, da ist er doch. Kettelmund, der Counselor. Also der Kanzler. Du läufst so rum in diesem Zauberer-Get-up, ja? Um mit Leuten zu reden in der Öffentlichkeit. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl. Fuck, wir wollten das Eisen mitnehmen, gell? Der Kupfer aus der Kupfergrube. 211. Dann machen wir uns mal auf in die Wolfenfeste. Gucken, ob wir da unser Zeug mal teuer verkaufen können. Wir haben jetzt noch ein paar Waffen mit dabei. King's End Company. Wir können jetzt noch nicht gegen Söldner kämpfen. Vor allem nicht, wo wir nur zu 8 sind. Konrad, ey, lässt sich die Nase abschlagen. Wir haben noch ein paar Level-Ups. Ein Level-Up auf Ulfa. Ja, sieht recht einfach aus. Punkte schauen wir noch nach. Ich weiß nicht, ob ich die Jungs in der Mitte... Wäre wahrscheinlich gut, wenn meine Zweihandkämpfer alle Rotation bekommen würden. Dann kann ich die rein und raus rotieren, wie ich die brauche. Dann können die in zweiter Reihe stehen, quasi dahinter einem Tank und auf ihre Möglichkeit warten. Dann nehmen wir Rotation auf den beiden, auf den drei Mittelkerlen hier. Weil die sollen ja irgendwann mal mit Zweihandwaffen ausgerüstet werden. Sollte sich eine finden. Also natürlich, hier wird sich mit Sicherheit eine finden. Hier so runtergehe. Hier ist der große Two-Handed Flail. Hier sind große Zweihandschwerter. Certeus Gassenhauer. Aha. Wilder Name. Ich brauche Reparaturmats. Wir haben euch Kupfer mitgebracht. Ich denke, wir nehmen zwei davon mit, wenn ich mir so anschaue, was wir sonst so zu verkaufen haben. Und ein bisschen Kleingeld behalten. Und Essen haben wir noch. Mystery Meat. Bitte keiner fragen, wo das herkommt. Ortwin, Adelbert, Torwald, Ruppert, echter Söldner. Witch Hunter wäre natürlich auch mal cool. Die hätten zumindest schon eine Armbrust mit, wenn es losgeht. Armorer, irgendwas, was ich mir in die Rüstung kleben kann. Gislas The Mads Dragon Skin. Coole Rüstung. Wir haben doch noch so einen Streitkorn, den wir hier verkaufen können, oder? Die geben uns doch hier Geld gerade. Die Spitzhacke benutzt auch kein Mensch. Wer kämpft denn mit einer Spitzhacke? Wir sind doch keine Zwerge. So, 65, 60, das heißt, die Rüstung da kann weg. Und dann gehen wir mal in die Wüste. Wir suchen ja theoretisch noch nach einem Historian. In der Wüste, da waren wir noch nicht gewesen, also in der Stadt. Schauen mal unten kurz vorbei. Gucken mal, was so geht. Wir haben noch ungefähr 20 Tage, bevor die Wüstennomaden richtig ekelhafte Gegner werden. Mir ist aufgefallen vorhin, ich habe ja die beiden Wüstenstädte hier. Wir haben hier hinten noch Kabira. Hier gibt es nicht mal eine Straße hin. Das ist eine komplette Hafenstadt. Da kann man, entweder muss man sehr weit laufen oder man nimmt sein Bootchen. So, gibt es hier irgendwo irgendwas? Ja, unser Prestige wächst, das freut mich. Ancient City.
Hoffentlich kriegen wir diesmal nicht wieder einen Dings. Huh? Den Holy War, den hatten wir ja letzte Kampagne schon. Ich kann leider nicht aussuchen. Also ich kann schon aussuchen, was wir kriegen, aber ich kann jetzt nicht sowas sagen wie, ich hätte gern alles außer Holy War, weil wir das letzte Kampagne schon hatten. Das geht leider nicht, sonst hätte ich das gemacht. Greenskins wird mir eigentlich ganz gut gefallen vom Thema her, wenn wir als Nordmänner spielen. Die haben eh immer Ärger mit den Greenskins. Was habt ihr denn hier für mich? Ja, müssen wir wahrscheinlich machen. Ich habe nur die Hoffnung, dass wir nicht sterben. Oh, hier gibt's eine Arena, das ist cool. Gegen was wird denn hier gekämpft? Nachtseher sind das hier, glaube ich. Ja. Und hier steht, dass die Alchemisten das nicht... Genau. Ach, gegen Nachtseher, wie viele denn? Steht das hier irgendwo? 3. Ich denke, das würden wir hinkriegen. 820. Ich schau mal rein. So, wir schicken Ulfa rein, Orgrim und Raskulf. So, habt ihr das beste Equipment, das der Kompanie gerade zur Verfügung steht? Wenn wir euch ja schon reinschicken. 105, 110, 115 müssen unsere größten Rüstungen sein. Die größten Helme haben die eh an. Ihr habt alle 3 echte Waffen. Schwert ist okay gegen Nachtseher. Streitkolben müsste auch okay sein. Und Cleaver wäre noch nicht schlecht gewesen. Na gut, kämpfen wir mal in unserer ersten Arena. Okay, was haben wir hier? Wir haben einen großen Nachtseher. Das gefällt mir absolut gar nicht. Ich hatte gedacht, wir kämpfen gegen ein paar von den Kleinen und gut ist. Der Große frisst ja jemanden. Und dann haben wir verloren. Ich glaube, man hat 3 oder 4 Runden, um jemanden da rauszuholen. Praktischer wäre es, einen von den Kleinen zu töten vorher. Wenn ich da jetzt rangehe und versuche, den zu betäuben, und das funktioniert nicht, haben wir ein Problem. Aber der wird nicht in seiner Runde an uns rankommen und dann einfach nichts machen. Gut, das war's. Wir haben verloren. Definitiv verloren. Ja, danke. Ich kann ihn mit einer 90% Trefferchance vorbeischlagen. Bleibt bitte einfach am Leben, Jungs. Ich weiß ja nicht, wieso ihr die ganze Zeit getroffen werdet, wenn die Gegner hier eine Trefferchance von was? 45% haben? Lass uns einen Mann da raus! Ah, komm schon! Oh, Grip! Oh Mann. Okay, soviel zu unserem Arena-Abenteuer. Wir haben Ulfa gefressen. Orgrim die Gedärme aufgeschlitzt. Alter. Na gut, hey. Jetzt haben wir zumindest mal eine Arena gemacht. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass wir jetzt in nächster Zeit noch spontan dieses komische Nomadenlager da draußen raiden gehen. Wem hat der Hund gehört? Ulfa, nicht? Die sind jetzt Pitfighter, wenn man das ein paar Mal macht, dann bekommt man da einen Gladiator-Bonus, auch für normale Einheiten. So, du bekommst noch Rotation, hatten wir gesagt. Für unsere Zweihandkrieger. Ja, 1, 2, 3. Aktuell für den Betäubungsschlag braucht er viel Ausdauer. Habt ihr wen hier, den ich anheuern kann? Ich suche nach einem Historian, ja? So, wir haben 2 Stück.
Er kostet 200, der kostet 140. Ich weiß nicht, warum der hier 200 kostet. So, dann lesen wir die Story durch. Oh, Plagiarismus. Das macht natürlich Sinn. Der musste sofort von all seinen Ministerposten zurücktreten. Und du? Okay, du hast Ladies flachgelegt. Wahrscheinlich Studenten, ha? Huh? Na gut, nehmen wir den hier mit. Jemanden, der für Plagiarismus rausgeschmissen wurde, ist genau der Typ, den wir brauchen. Ja. Ja, 52, 39. Wie wär's mit einer knackigen, sagen wir mal, Hybridposition von der Grundidee her? Er hat schließlich einen Stern in Ranged Skill. Hat er. Tada, willkommen bei den Raven Brothers, du Wiesel. Oh, plus 1 Vision during Nighttime ist sogar gar nicht so schlecht für einen Hybrid. Das ist halt ein bisschen verschwendet. Melee Defense 3 Sterne. Wir können ihn nicht mit 67 Fatigue als Tank vorne hinstellen. Die Sache ist die, wir nehmen den Auftrag hier an. Wir schauen mal, wo der wäre. Aber wir müssen hier einen Moment lang rasten. Geht nicht anders. Vielleicht kriegen wir irgendein lustiges Event. Müssen auf jeden Fall ein bisschen was zu essen mitnehmen, sehe ich gerade. Weil, was bringt denn das hier? Der Abdominal Cut, 25% Hitpoints und Fatigue ist okay. Wenn wir die Rüstung repariert haben, morgen Mittag oder wann können wir los? Dann können wir los. So, wir kaufen ein, zwei Schüsseln Reis oder so eine Kacke. Uff, ist teuer hier bei euch, ja? Dann schauen wir uns mal das Nomadencamp an. Wenn da jetzt ein Haufen Cutthroats oder sowas drin sind. Oder Outlaws? Outlaws sind die großen. Ich verwechsel die immer noch jedes Mal. Dann haben wir natürlich trotzdem ein Problem. Wir können hier auf so einen Hügel steigen, gucken, ob wir was sehen. Many Cutthroats, some Slingers. Klingt hässlich, aber es sind zumindest keine Raider mit dabei. Und der Preis war okay für die Mission. 12 Leute, wir haben hier vorne gutes Gelände, bei dem wir uns aufstellen können. Die werden aber nicht herkommen wegen den Slingern. Ich sehe ein paar Speere, ich sehe ein paar Schwerter. Uff. Das sind many Slingers. Wir müssen da Konrad irgendwie reinschicken, damit er wen bindet und dabei drauf geht. Anders wird das hier nicht ablaufen. Schicken Konrad so weit, wo wir können. Der hat sogar minus Raged Defense. Das heißt, die werden sowieso ziemlich geil auf den sein, wenn die den sehen. Da werden die ganz hornig. So, Konrad. Gehst so weit außenrum, wie du kannst, mit dem Schild oben. Die haben da oben nichts, was dich auffällt. Hier unten, die Jungs werden dann von den Hooked Blade Leuten begleitet in die Flanke crashen. Dann wird die Mitte die Schlacht annehmen und dann hoffen wir mal, dass wir die Slinger unter Kontrolle kriegen. Orgrim gibt ganz schön viel Abuse ab dafür, dass das eigentlich einer unserer besten Söldner werden sollte. So, den da können wir eigentlich annehmen. Dann müsste der Rest sich ja umorientieren. Können wir so weit und immer noch kämpfen? Ja, na hier. Bei denen geht das. Bei Leuten. Aber wir gegen so scheiß komische Nachzehrer kämpfen, dann sind 60-70% auf einmal nichts mehr. Wir warten mal kurz, wie sich das hier unten entwickelt. Es müssten jetzt ein paar Leute herkommen, den Kampf annehmen. Ja, und dann können wir nämlich hier gemütlich in eine hübsche Position slippen. Au, das war viel Damage. Wie hoch ist denn eigentlich die Trefferchance von denen gerade? Okay, 30% knapp, das ist trotzdem eine Menge. So, hier ist jetzt schon mal ein Slinger gebunden. Hier oben sind gerade keine Slinger offen, das ist nicht gut. Ich hatte eigentlich gedacht, Konrad könnte da ein bisschen Blödsinn treiben. Jetzt mag es sein, dass wir hier den ein oder anderen verlieren, neben Konrad, den wir nicht verlieren wollten. Die stellen sich hier gerade alle nicht so geil. Ach, Dietmar ist jetzt ein echter Backliner, der kann ja gehen und zuschlagen.
Schicke mal hier hoch. Ich kann hier nicht 1000 Leute dahinter parken, ohne dass wir Orgrim ranholen. Uns fehlt hier dann der zweite Schild, um so viele Leute da rein parken zu können. Ich würde ihn gerne einfach voll da durchschicken, damit die Slinger anfangen zu schwitzen gehen, weil die haben gerade null Deckung. So, die decken sich jetzt alle gegenseitig. Das ist okay soweit. Das ist gut, dass er vorbeigeschlagen hat mit seinem Betäubungsschlag. Das ist nicht gut, was da passiert ist. Jetzt lass doch mal Orgrim in Ruhe. Er ist ein armer Kerl. Gut, töten wir jemanden. Der kann eigentlich niemandem ernsthaft was tun. Wir den trotzdem nicht unbedingt jetzt einfach so da reinschicken. Der stirbt doch da. Hier, wir schicken den da rein. Der alte Mann dahin hat verstanden, worum es geht. Der fängt an, sich zurückzuziehen. So, dann slashen wir uns hier mal an der Seite durch. Soll ja auch nicht so schwierig sein. Der da will an Bertram dran. Das wollen wir nicht. Okay, ist egal, was wir wollen anscheinend. Hier oben fehlt uns gerade ein bisschen die Firepower. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr. So, echte Söldner bitte. Ah. Ich brauche hier Damage von den großen Zweihandwaffen. Helfen dem hier, dann kann der hier gleich hochkommen. Okay, die haben alle keine Lust mehr zu kämpfen, das ist gut für uns. Dann wird der da sich auch gleich verdrücken. So, ja, wir werden Orgrim da hochschicken müssen, in der Hoffnung, dass einer von denen die Sache da überlebt. Gut, der da will flüchten. Das ist dann schon mal abgehakt da oben. Dann nehmen wir hier den Schild hoch. Damit der nicht mehr allzu viel Schaden nimmt. Dann sieht die Sache jedoch gar nicht mehr so schlimm aus. Ihr beiden könnt ihr trotzdem mal anfangen, was zu treffen. Ich meine, der arme Typ steht da ganz alleine. Ohne Schild, ohne alles. Ihr schlagt einfach so wild an dem vorbei. Wir ziehen den da hoch zu dem alten Mann. Packen den hier in die Mitte und einen von den Hunden raus. Sonst wird das hier gleich zu wild. Die beiden da unten wollen ja immer noch kämpfen. Und wir fangen hier schon an, Flüchtende abzuräumen. Nicht unbedingt das, was man in der Situation schon tun sollte. Hin und wieder muss mal einer von euch treffen, sonst sterben doch noch Leute. Wo ist denn deine ganze Ausdauer hin, Manfred? So, ihr helle Badenträger. Ihr müsst mal ein bisschen Arbeit machen jetzt hier. Danke. Du bist fertig, Orgrim. Tut mir leid. Heute nicht mehr. Puh, geschafft. Ohne Verluste. Wir sind aber übel zusammengeschlagen worden. Ich mag Nomaden immer noch nicht. Die kleinen wie die großen. Alles Arschlöcher. Hallo, wo kommt das Ding denn her? Metal Pauldrons? Nicht, dass wir eine Rüstung hätten, für die sich die Dinger schon lohnen. Ich meine 40, wir könnten eine Rüstung nehmen und die doppelt so gut machen, wie sie gerade ist. Mit der 40, die da drauf ist. Gut, gehen wir zurück, kassieren ab und dann war es das für die Episode, denke ich. Bisschen aus den Augen verloren, wie lange wir am Laufen sind, aber ich schätze lang genug. Manni, mein Kerl, Pathfinder, sagst du. Ja, bitte. Ja, immer noch ein bisschen ranzig hier auf der Sache. Das ist scheiße. Weiß ich genau, was wir da mit dem armen Kerl anstellen sollen. Haben auf jeden Fall heute ein bisschen Geld gemacht. Haben eine Arena gewonnen.
Einen Söldner angeheuert, den eigentlich niemand haben wollte. Naja, wird schon alles werden. Mal gucken, dass wir vielleicht mal bald irgendwas investieren. Vielleicht ein bisschen Sachen von hier unten mitnehmen für nächstes Mal. Also oben, um es dann zu verkaufen. Was verkaufen die denn jetzt hier preistechnisch? Oh, 482 ist gar nicht so schlecht. Wo soll es denn hingehen damit? Nach Grafenstadt. Das ist theoretisch unsere Richtung. Und da wollen wir auch... können wir auch verkaufen unterwegs in der Wolfenfeste. Würde ich sagen, wir nehmen uns unsere 2400 Gold, kaufen hier unten ein paar Handelsgüter und gehen dann nächste Woche wieder in die Zivilisation. Das war's dann heute erstmal für Battle Brothers. Danke fürs Zuschauen. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. War gar keine schlechte Episode, glaube ich. Naja, ciao, ciao.